Hallo ihr Lieben, schön, dass ihr eingeschaltet habt. Heute gibt es ein Pilates Power Bauch- und Rücken-Workout. Bei dem vielen Bauchmuskeltraining, wozu wir Mädels ja neigen, wird ganz oft der Rücken vergessen, weil wir einfach meinen, wir müssen Bauch trainieren und der Rücken leidet dann irgendwann drunter. Aber auch die optische Variante ist wichtig, weil wenn ich einen schönen Bauch habe, ich trainiere quasi nur hier und hier hinten ist alles locker und schlaff, sieht das Ganze im Bikini oder im Kleidern und was auch immer ihr tragt, rückenfreies Oberteil auch nicht ganz so schön. Also, wenn du bereit bist, starte mit mir auf der Matte. Wir beginnen mit einem kurzen Warm-up. Du stellst dich erst einmal auf in die Haltung. Nimmst deine Hände auf die Rippenbögen, startest mit der Pilates-Atmung. Einatmen, die Rippen weiten sich. Ausatmen durch den leicht geöffneten Mund, lasse die Luft wieder raus. Mit deiner nächsten Ausatmung spannst du mir deine Körpermitte an, den Beckenboden, die Bauchdecke, die Rippen schieben zusammen. Mache das noch zweimal mehr mit mir. Einatmen, weiter reinbringen. Ausatmen, den Beckenboden aktivieren, die Bauchdecke ranholen zur Wirbelsäule, die Rippen schieben zusammen. Okay, noch einmal. Und danach, wenn du zentriert hast, ein letztes Mal löst du mir deine Arme, senkst sie nach unten ab, kommst in einen Standing Roll Down, ausatmend hinein. Rollst deine Wirbelsäule ab, du atmest ein, kommst unten in eine kleine Hocke, kommst mit einer Ausatmung direkt wieder nach oben aufgerollt. Ziehst deine Schultern tief nach unten, auch noch ein letztes Mal wiederholen. Abrollen nach unten. Kleine Hocke. Einatmen, Blick zu mir nach vorne. Ausatmen, aufrollen. Und einatmen, oben bleiben. Ausatmen, Floating Arms, lang nach oben. In den Squat reinkommen, einatmen tief. Ausatmen, Stoppe oben, Rückneige. Einatmen, ausatmen, Stand, Squat, ein tief, aus, nach oben, ein, Rückneige und noch zweimal mehr, ein tief, aus, nach oben, einatmen, aufdehnen, aus, in die Mitte kommen, ein letztes Mal noch, einatmen. Ausatmen, bleibe hier in die Seitneigung reinkommen. Mit der Einatmung zieht dein linker Arm weit über den Kopf, du neigst dich nach rechts. Ausatmen, komm in die Mitte. Einatmen, neige dich zur anderen Seite. Ausatmen, komm in die Mitte. Ein, Schultern tief ziehen. Aus, Mitte. Ein. Und aus. Ziehe mir jetzt deinen rechten Arm mehr vor dem Oberkörper. Zieh die Arme mehr auseinander. Sehr gut. Und noch einmal. Beide Seiten. Und danach komme in deine Mitte. Atme ein, senke die Arme ab. Atme aus, beuge Knie, öffne die Handflächen. Rotation als letzte Warm-up-Übung um die eigene Achse drehen. Einatmen, startest du, nimmst den Blick dazu. Ausatmen, Körpermitte immer anspannen, damit du dich zurückdrehen kannst und das Ganze auch über deine Rumpfmuskulatur angesteuert wird. Noch vier Rotationen und dann legen wir los. Einmal noch, rechts, links. Und danach kommst du in die Mitte, du löst deine Arme, du kreist ein paar Mal noch deine Schultern und dann bereitest du dich vor. Du kommst in eine Squat-Position rein, schiebst dein Gesäß auf einen gedachten Stuhl zurück, spannst mir die Körpermitte an, nimmst die Arme nah am Körper zurück, lässt deine Atmung jetzt fließen und führst mir in schnellen Bewegungen deine Arme vor und zurück. Wenn du ausatmest, spannst du mir die Körpermitte an. Schau, dass dein Hals lang bleibt, deine Armbewegung zwar schnell ist, aber trotzdem kontrolliert und du Endpunkte setzt, sowohl oben als auch unten. Schau, dass die Beine stabil bleiben. Der Oberkörper ist stabil, der bounce auch nicht mit. Okay, jetzt lasse ich euch mal arbeiten. Wenn du ausatmest, denke an deine Anspannung. Von deiner Bauchdecke zur Wirbelsäule.
Es sind jetzt noch 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1. Stoppe und führe mir beide Arme spannungsvoll nach oben. Ziehe deine Schultern dabei tief und lasse dich jetzt nach vorne unten absinken. Strecke deine Beine durch und rolle mir Wirbel für Wirbel nach oben auf. Komme in die Standposition, ziehe deine Schultern tief und hole mal jetzt das linke Bein in eine etwas seitliche Position und das rechte Bein streckst du zur Seite aus, die Zehenspitzen tappen auf. Die Arme kommen beide nach oben, du ziehst dich in die Länge von deinem Rumpf. Du atmest jetzt aus, du führst Arm und Bein zusammen. Du atmest ein, du streckst dich lang. Ausatmen, Körpermitte aktivieren. Ist auch ein bisschen Balance jetzt gefragt. Ausatmen. Und ein. Aus. Und einatmen. Standknie ist ein bisschen gebeugt, euer linkes, ne? Führt das Bein aus der Hüfte weit nach oben. Sehr gut. Muskelkorsett aktivieren. Könnt ihr jetzt auch schon im Pro-Links merken, ne? Kann auch gut sein. Die letzten. Zwei noch. Und eine Wiederholung noch. Und danach stoppst du. Du setzt ab. Du kommst in die Mitte. Du löst die Arme. Geht ein zweites Mal in die Squat-Übung rein. Komm rein in die Squat-Position. Spanne die Körpermitte an. Jetzt kommen die Arme. Du atmest zweimal kurz ein. Ein. Ein und die Ausatmung ist langsamer ausgeführt, okay? Ein, aus, kurzer Stopp. Ein, aus. Die Körpermitte aktivieren, wenn du ausatmest. Bleibe vom Scheitel bis zum Steißbein vollkommen ruhig und stabil. Ein, aus. Beine auch. Wenn du möchtest, setz dich gerne mal ein kleines bisschen tiefer. Kontrolliere aber den unteren Rücken, dass du nicht in einer extremen Hohlkreuzposition reinrutscht, sondern nur ein kleines Hohlkreuz hast. Und aus. Noch zwei Runden. Und jetzt stoppe. Hole den anderen Arm auch nach oben, halte für einen kurzen Moment deine Spannung. Lass deine Schulterblattspitze nur tief zum Beckenkamm sinken und rolle dich nach vorne unten ab. Strecke deine Beine und rolle ausatmend nach oben auf. Schultern tief ziehen, hole mir jetzt das rechte Bein zur Seite. Der linke Fuß tappt auf, die Arme kommen nach oben. Wir starten. Ausatmend führe. Arm und Bein zusammen. Ein, wieder absetzen. Aus, Spannung. Ein, absenken. Aus. Sehr gut. Fußgewölbe rechts aufbauen. Standknie bisschen beugen bitte. Sehr wichtig. Ausatmen, ziehen. Einatmen, strecke lang. Sind noch 4. Noch 3. Die letzten 2 noch. Und eine noch. Und lösen, absetzen, komme in die Mitte. Löse die Arme und drehe dich jetzt zu deiner Matte, dass du sie vor dir hast. Jetzt kommt eine Kombination aus Rückenkraft und Bauchmuskulatur. Der Standing Roll Down als erstes, um runterzukommen auf eure Matte. Mit den Händen nach vorne wandern ins langgestreckte Brett. Ziehe jetzt deine Schultern tief nach unten und komme einatmend in den Upstretch nach oben. Mit der Ausatmung löse ich hier als erstes deine Fersen, ziehe die Bauchdecke zur Wirbelsäule ran, komme mit runder Wirbelsäule am Ende nach vorne ins langgestreckte Brett. Tiefe Schultern.
Einatmen, zieh dich lang nach oben, Fersen tief. Fersen lösen, ausatmen, mache dich rund. Spannung, Spannung, Spannung. Gebe alles, was du hast, die Bauchdecke zur Wirbelsäule ranzuholen. Erst dann wird die Übung so richtig schön intensiv. Tief die Schultern ziehen. Einatmen hoch, sinken lassen. Ausatmen, Fersen lösen, Bauchdecke zieht zur Wirbelsäule ran. Ein und aus. Noch zweimal mehr. Und ein letztes Mal noch. Und haltet jetzt mit mir zusammen im Brett. Halte mir die Position. Zieh die Bauchdecke ran. Das ist super, super wichtig. Und jetzt lässt du deine Atmung fließen und führst mir im Wechsel die Beine hindurch. Wenn du ausatmest, weißt du, dass du dich bitte wieder anspannen musst. Wenn du nicht mehr kannst, eine Pause brauchst, mach sie bitte. Und steig wieder ein, wenn es geht. Zieh. Zieh. Kommt. Schaffen wir. Es kommen noch 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1 und noch einmal das linke Bein. Stoppe, setze deine Knie auf, komme einmal ganz kurz ins Child zurück, strecke dich lang und atme aus, runde dich einmal nach vorne. Atme ein, schiebe dich zurück. Noch einmal, bevor es weitergeht, einmal genießen, sich rund machen und komme mit deiner nächsten Ausatmung nach vorne. Komme langsam runter über eine enge Push-Up auf den Bauch. In der Bauchlage erst einmal rechtes, linkes Bein rausziehen. Eure Arme kommen nach vorne. Daumen zeigen Richtung Decke. Schultern ziehen tief. Mit der Ausatmung löse mir jetzt den rechten Arm und das linke Bein. Der Oberkörper kommt sanft nach oben, der Swimmer. Atme ein, senke ab. Ausatmen, kommst du auf die andere Seite. Linken Arm, rechtes Bein. Einsinken. Ausatmen, heben. Einsenken. Variation, ihr Lieben. Ausatmen, hebe, rechten Arm, linkes Bein, bleibe oben. Einatmen, kreise den Arm, dreh den Rumpf mit dazu, schau zum hinteren Bein, aus nach vorne, einatmen, absenken. Ausheben, schwebe. Einatmen, drehen, nimm den Rumpf bitte mit. Wichtig, wichtig, du machst eine Seitneigung. So wie wir es im Warm-up eben gemacht haben. Kreisen ranführen, nach vorne. Und absenken. Ein letztes Mal noch, beide Seiten. Stoppe, lege dich ab, Hände unter deinen Schultern, Zehenspitzen aufsetzen, schiebe dich nach oben ins Child, bewusst zweimal hier tief ein- und ausatmen. Noch einmal mehr. Und danach kommst du mit runder Wirbelsäule nach vorne. Setz einmal deine Knie nach, du kommst in den Vierfüßlerstand, du streckst mir das rechte Bein zurück. Den linken Arm nimmst du mir auf Schulterhöhe raus. Du atmest jetzt ein, du rotierst mir durch den rechten Arm durch. Mit der Ausatmung spanne mir die Körpermitte an, löse mir ganz früh das rechte Bein, kreise den Arm dabei nach vorne. Atme ein, wieder rotieren, den rechten Arm beugt. Atme aus, Muskelkorsett aktivieren. Bitte löse mir ganz, ganz früh das rechte Bein von der Matte. Erst dann wird die Übung richtig effektiv. Maximales Rotieren
und maximales Hochschieben. Eine Rotation durch den rechten Arm. Körpermitte anspannen. Ausatmen, komme nach vorne. Ein. Und aus. Auch dabei muss dein Bauch arbeiten. Nächsten Ausatmung, bleibe oben, halte mir die Anspannung. Ziehe die Schultern tief nach unten, hole deine Bauchdecke zur Wirbelsäule ran. Noch 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1 und setze Arme und Beine ab. Atme aus, mache ich jetzt einmal ganz gut. Atme ein, entspanne. Schau mal, dass du das Rundmachen noch ansteuerst mit deiner Bauchmuskulatur. Du wundest dich und du atmest ein und entspannst. Auswunden, ein, entspannen und ein letztes Mal noch. Und strecke dich lang. Wir wechseln gleich die Seite. Linke Bein kommt zurück, Hände unter die Schultern, rechten Arm auf Schulterhöhe rausholen. Du startest mit der Rotation, mit der Ausatmung. Löse mir jetzt dein linkes Bein, komme in die Schwebe. Einrotieren, ausatmen, Spannung nach oben. Ein und aus. Der Arm kreist nach vorne, ne? Holt ihn nach vorne. Jetzt. Einatmen, rotieren. Ausatmen, Körpermitte aktivieren. Kreis den Arm nach vorne. Ein. Und aus. Wiederholt mir noch ein paar. Die letzten zwei noch. Eine Wiederholung noch und ihr bleibt, ihr haltet mir oben die Spannung. Schultern tief ziehen, Bauchdecke zur Wirbelsäule ranholen. 4, 3, 2, 1 und absetzen, Arm und Bein. Kurz ins Schalt zurückschieben, locker dir mal die Handgelenke aus. Deine Fäuste, öffnende Hände, kreisen, wonach dir ist. Und komme jetzt mit den Händen wieder aufgesetzt auf die Matte. Wir kommen ins Plank nach vorne. Runde dich. Unterarme aufsetzen. Körpermitte aktivieren. Zehenspitzen setzen auf. Baue Spannung auf. Komme ins Plank. Lass deine Atmung jetzt fließen. Und tappe mir im Wechsel mit deinen Knien auf. Schaue, dass das kein Bouncen wird. Schaut mal kurz her. Ich zeige kurz, wie es nicht werden soll. Sondern bleibe stabil. Okay? Spannung. Komm. Tappen, tappen, Bauchdecke ranziehen. Auch den Rücken könnt ihr spüren dabei. Daumen zeigen Richtung Decke. Hände sind geöffnet. Wenn du merkst, du kannst nicht mehr, das ist ein bisschen leichter, wenn du die Hände schließen solltest. Es ist noch 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1 und stoppe die Beine. Lasse dich auf den Bauch sinken und komme zu mir nach vorne. Auf die Seite. Strecke mir jetzt beide Beine aus. Durchatmen. Ich hoffe, ihr könnt noch. Bestimmt, oder? Hand auf Brusthöhe absetzen. Du kommst mit dem unteren Bein nach vorne, mit dem oberen Bein ein bisschen zurück. Die Hand bitte ganz nah an der Brust absetzen. Mit der Ausatmung schließe jetzt deine Beine und schiebe dich nach oben. Schaue bitte, dass das Hochschieben zwar so ein bisschen über die Hand auch ausgeführt wird, aber hauptsächlich über deine Rumpfaktivierung. Einatmen, öffnen. Ausatmen, Muskelkorsett aktivieren, komme hoch. Ein, sinken. Aus. Wenn du es nur im Arm merken solltest, nimm den Arm so ein bisschen raus oder setz mal nur die Fingerspitzen auf, dass du nicht darüber zu viel murelst. Aus. Schließen, 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 hochkommen.
Sehr schön, gleich geschafft. Noch zweimal mehr. Und ein letztes Mal noch. Bleibt oben. Haltet die Spannung. Zieht die Beine raus. Zieht die Schultern tief nach unten. Beugt das untere Bein mir jetzt nach hinten an und schiebt euch auf den Unterarm einmal nach. Hebt einmal jetzt das Becken an. Kommt in eine seitliche Stützposition. Jetzt komme mit der Einatmung in eine Rotation durch den Arm. Mit der Ausatmung öffnest du dich nach oben zur Decke. Einatmen, rotieren. Ausatmen, öffnen. Variationssteigerung für die, die möchten. Mit dem Öffnen streckst du mir dein unteres Bein, das gleitet über die Matte. Und wenn du wieder rotierst, beugst du das Knie wieder an. Ausatmen, strecke dein unteres Knie. Einatmen, beuge es wieder an. Aus. Und ein, zurückdrehen. Und zurück. Noch vier. Drei. Noch zwei. Und eine letzte Wiederholung noch. Halten. Acht, sieben, sechs, fünf, vier, drei, zwei, eins, lösen. Einmal nach oben hochschieben. Halt die Beine bitte zu der Seite, wo du auch sie gerade hattest. Komme einmal kurz in den Setsitz rein. Hebe deine Arme an, lass die Schultern tief sinken. Neige dich einmal zur Seite und federe dich hier ein kleines bisschen rein, um die Muskulatur aufzudehnen. Vier, drei, zwei, eins und komme in die Mitte. Vorbereitung, Seitenwechsel. Einmal Beine rüberschwingen einfach. Lasse dich kontrolliert auf die Seite sinken. Hand nah auf Höhe der Brust, Beine in die Schwebe. Vorbereitend öffnen der Beine, untere vor, obere zurück. Ausatmen, schließen, Kraft aus der Körpermitte holen. Ein, wieder sinken. Aus. Und ein. Komme hoch, ausatmen. Ein, wieder tief. Hol die Bauchdecke zur Wirbelsäule ran. Stelle dir mal so ein Magnet an der Wirbelsäule vor. Und immer, wenn du den Bauch zu dir rangeholt hast, bleibt er auch einen kurzen Moment dort. Und nochmal schauen, dass man nicht zu viel über die Hand schiebt. Ich kann jetzt zum Beispiel auch hier nur die Fingerspitzen nehmen als Steigerung. Beim nächsten Mal, Ladies, bleibt ihr oben. Halte mir die Spannung. Zieht die Bauchdecke ran. Hier solltet ihr es merken. Vielleicht auch ein bisschen ausstrahlend in den Rücken. Da haben wir nämlich auch einen Muskel, der genau dieselbe Bewegung ausführt. Beugt das untere Bein an und schiebt euch nun nach oben hoch. Das Becken kommt nach oben. Es ist die letzte Übung für heute. Du kommst mit der Einatmung in die Rotation rein. Mit der Ausatmung öffne dich nach oben. Einrotieren. Steigerung optional für die, die möchten, die nochmal alles geben wollen zum Abschluss. Streckt das untere Bein. Ausatmen. Ein, wieder beugen. Ausatmen, strecken. Ein, wieder zurücksinken. Sehr schön. So, wie gesagt, das ist die letzte Kraftübung. Danach machen wir noch so einen kleinen Abschlusspart, mobilisieren und stretchen. Nicht vergessen, das ist auch super, super wichtig. Beim nächsten Mal halte oben, halte mir die Spannung, zieh deine Schultern tief, hol die Bauchdecke zur Wirbelsäule ran. 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1 und lasse dich nach unten sinken. Komme einmal noch in den Z-Sitz rein und feder dich hier aus. Sehr gut. Kleines sanftes Federn. 4, 3, 2, 1 und komme in die Mitte zurück. Wunderbar. Holt mir das rechte Bein jetzt zur Seite. Hebt die Arme an,
Zieht eure Schultern tief, haltet das Becken auf der Matte vollkommen stabil, dreht euch um die eigene Achse über die linke Schulter. Einatmen und ausatmen. Ganz ruhig die Atmung werden lassen. Sich nach vorne drehen zu mir und in die Seitneigung nun reinkommen. Obere Schulter tief ziehen. Und dann löse auf, setze die Hand noch einmal auf, so ein bisschen versetzt nach hinten. Stütze dich hoch und schiebe dein Becken nach vorne. Auch hier halten. Und löse auch hier auf. Jetzt kommt der Seitenwechsel. Beine wechseln. Becken in die Matte verwurzeln, Arm heben, Rotation, Hand absetzen und drehe. Sehr gut. Über deine rechte Schulter zurückschauen, Schultern tief sinken lassen. Komme in die Mitte. Und neige dich zur Seite. Einatmen und ausatmen. Noch weiter, wenn es gehen sollte. Und löse hier auf. Setze deine Hand etwas versetzt zur Seite auf. Schiebe dich nach oben, Leisten nach vorne zu mir. Und einmal auflösen, in die Mitte kommen, die Beine schließen. Schiebe dich langsam nach vorne in die Hocke, strecke deine Beine, lasse dich ausfedern, ausbaumeln. Komme über einen Standing Roll Down, Wirbel für Wirbel nach oben aufgerollt. Ausatmen, Floating Arms, lang nach oben. Einatmen, Vorbereitung, viermal abschließend locker in den Swing, um die Spannung jetzt mal ganz loszulassen, als hättest du keine Muskeln in deinem Körper, schwingst du. Zwei. Letztes Mal noch, bleibe oben, löse deine Arme und ich hoffe, es hat euch gefallen, es hat euch Spaß gemacht. Dann abonniert unbedingt meinen Kanal, wenn ihr kein weiteres Workout mit mir verpassen möchtet. Schreibt mir gerne in die Kommentare, auch bei Fragen zu den Übungen und freue mich, wenn wir beim nächsten Mal wieder gemeinsam trainieren. Eure Alex.